Ja, das war diese lange experimentelle Phase, die ich durch meine langjährige Arbeit durchgemacht habe. Und irgendwann als Maler, man weiß ja auch dann, man sucht neue Wege, man will ja auch irgendwie anders sich im Ausdrucken, im Bild nähern. Und dann das Reale, wenn einem nicht dann ganz so zusagt, in dem, was man dann rüberbringt. Und das kann man ja auch eigentlich letztendlich nicht lenken. Das ist ja auch der Weg, wie einem, wenn man mit dem wächst und durchgeht eigentlich. Und somit entsteht ja auch dann ein oder andere Weg dann. Bei mir eigentlich schon, ja, weil ich habe ja auch dann ziemlich dann durch mein Thema, auch durch Menschen, also was man auch bei meinen Bildern meistens sieht, wie die menschliche Figur dargestellt wird, dann ist ja auch real. Das ist die tagtägliche Leben, die ich erlebe, das mit Menschen und in der Gesellschaft und der Thematik und Problematik, was dazugehört. Und davon ausgehen natürlich dann in der Arbeit, wo ich bearbeite, dann will ich nicht wie Fotografie eins zu eins darstellen, sondern kommt mein eigene Innere auch dazu, dass ich in diese abstrakte Form mit gerade noch erkennbare Figuren sichtbar wird. Und damit meinte ich auch, das ist für mich auch in diesem Fall eine neue Auseinandersetzung, wo man gerade dann diesen Weg geht und arbeitet. Aber es ist nicht so, dass das selbstverständlich wird und man sagt, ja, ich weiß, wie das geht. Und das ist auch der Spannende eigentlich, wo, glaube ich, der Menschen wie ich dann von der Realismus aus wegkommen, nicht, dass andere nicht spannend wäre. Aber da hast du dann viel mehr dich selber auch mit drin. Abgesehen von der Abbildung, von der realen Sache, da muss man auch selber gestalten quasi. Und zu dieser Form kommt noch der Aussage, durch die Farbe und Form eigene Kreation. Großteil schon, ja. Großteil wird da mir an bis heute noch. Das ist dann eher diese richtig, wo ich auch richtig dankbar und froh bin, diese klassische Malerei sehr geschätzt wird und gemacht wird. Und vor 30 Jahren, dann, wo ich noch dort in der Kunstschule war. Und dann will man auch also neue Wege gehen. Und das war ja auch eine von den Gründen, dass man dann eben versucht hat. Ich war lange noch in Istanbul und versuchte ich da schon irgendwie diese Richtungen auszuprobieren, aber da war auch schon nicht, da war noch klassischer als wo ich hier kam. Eigentlich, da wollte ich auch nicht, aber dadurch, dass ich hier in Nürnberg an der Kunstakademie 6 Jahre mein Studium durchgeführt habe, und dann, wie alt im Leben ist, dann diese schöne Hinterhöfe und der Atelier, von, wo mich bis heute noch festgehalten hat, bin ich auch froh darüber, weil mittlerweile bin ich sehr oft in Wien und verschiedenen Ländern und Städten mit Ausstellungen und sonstiges, aber letztendlich merke ich schon in Fürth, dadurch, dass nicht viel los ist, kommt mir zugute, dass ich mehr Zeit habe, um meine Arbeit zu kümmern und machen. Während wenn ich in Großstädten bin, natürlich 1000 andere Sachen, wenn ich ablenke von meiner Arbeit, das ist nicht ein Atelier, sondern bin schon im Ausstellungsprozess. Und wenn ich in so einer großen Stadt wäre, dann hätte ich nicht so viel Ruhe, wie ich jetzt in Fürth. Das ist der Punkt. Aber eigentlich, der Umgebung ist kein großer Ort für Kunst oder Begegnung. Aber man macht halt, ich meine, man schaut halt woanders. Oder da versucht man sich dann eben aufzubauen oder begegnen. Aber so große Metropolen ist nicht gerade für Kunst so schön, wie das ist.